bisschen kosten. Kosten, 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 kosten und Feuer frei. Jawohl. Sieht gut aus soweit. Hat nicht ganz für den Orbit gereicht. Tatsächlich. Dann müssen wir jetzt uns ein kleines bisschen Sprit von hier oben gönnen. So. Damit sind wir jetzt im Orbit. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Mit dem Sprit wird es jetzt doch relativ knapp. Dadurch, dass wir nicht so einen guten Schwung rausbekommen haben. Inclination Change werde ich uns wahrscheinlich einfach mal sparen. Mal gucken, ob das hinhaut. Dass wir hier einfach hinfliegen können. Vielleicht müssen wir da ein bisschen warten. Ne, sieht ganz gut aus. Okay. Können natürlich sonst auch den Vorbeiflug ein bisschen hier rüber nehmen. Ja. So sieht das doch gar nicht schlecht aus. So, 916. 80 zum Einbremsen in den Minmus-Orbit, 240 zum Landen. Da ist eigentlich noch ein bisschen Puffer. Jetzt gucken wir mal, dass wir den Treffer hier so gut wie möglich legen, dass wir wirklich schon mal einen schönen niedrigen Vorbeiflug kriegen. So. Bissele. So, jetzt gucken wir mal. 238. 174 finde ich okay. So, wie kommen wir dann rein? Wir kommen Polar rein. Das gefällt mir nicht ganz so sehr. Das korrigieren wir dann aber mit Kurs. So. Gut, den nehmen wir jetzt. Sollte hinhauen. Also wenn ich das mal so durchrechne, 916 jetzt, dann haben wir noch 700 übrig. Dann werden wir nochmal, denke ich mal, so ungefähr, also auf jeden Fall unter 100 für die Mid-Course-Correction ausgeben. Dann haben wir 240 plus 80. Ja, das sieht gut aus. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich schmeiß mal den Zeitraffer an. Jetzt hier ein wenig ran Zeitraffern. So. Jetzt gucken wir, dass wir das Manöver so vernünftig wie möglich geflogen bekommen. Na? Okay, hält sich. Und feuerfrei. Unsere Probe fliegt los in Richtung Minmus und ich hoffe, also sie ist zumindest im Orbit, ist sie schon mal stabil. Das verheißt relativ Gutes für eine Landung. Dann sollte das nämlich auch klappen, dass wir da mit dem Sky Crane hinfliegen können, also sie absetzen können. Genau, schauen wir mal, wie das so funktioniert. Und dann hätten wir unser erstes Mining Rig am Start. Dann wäre der nächste Schritt zu sagen, dass wir diese Ressourcen natürlich auch verarbeiten. Und ich würde gerne noch eine Kolonieerweiterung tatsächlich bauen. Sprich, dass wir was hinbringen, wo wir ein paar mehr Kerbals noch reinsetzen können. Auch wahrscheinlich im flachen Baustil. So richtig dolle steuert es sich aber nicht. Jetzt. Auch im flachen Baustil und wo wir eine erste Verbindung mit den Kirby Trails zur vorhandenen Basis schaffen und wahrscheinlich auch ein, ein Labor mit, Agroponics mitbringen, damit wir anfangen können, Essen anzubauen. So, also meine Theorie hatte gesagt, dass wir hier mit ungefähr 700 Delta V aus der Nummer rauskommen. Mal gucken, wie gut es am Ende des Tages dann wirklich wird. Wir sind nah dran.
Mal gucken, dass wir das dann auch ordentlich machen. Also, ein kleiner Schleppercontainer. Ja, das Mining Rig an sich müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Für Mining halt. Das hat halt keine unabhängige Stromversorgung. Das ist vielleicht noch so eine kleine Schwachstelle in der ganzen Geschichte. So, ich gehe jetzt mal mit dem Schub ein bisschen runter, damit wir das exakt hinbekommen. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Na, wo ist er? Da ist er. Okay, das ist good enough. Sehr schön. Dann werden wir jetzt für den Anflug hier irgendwo auf Höhe der Mondumlaufbahn in 3 Stunden eine kleine Korrektur vornehmen. Eine kleine Korrektur, sagte ich. So. Jawohl. Das sieht doch schick aus. 8 Delta V. Also 8 Meter pro Sekunde. Und wir gehen auf einen 4000er Überflug. Das ist mir ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu wenig. Ein bisschen höher darf es dann schon sein. Ich möchte nicht irgendwo hängen bleiben. Ich denke mal so. Ja, 16 Kilometer ist in Ordnung. Okay, die kleine Korrektur fliegen wir jetzt gleich noch. Da zoomen wir einmal hin. Ich krieg hoffentlich ein bisschen Strom rein. Ne, ich krieg blocked by the sun. Was? Tracking body, blocked by Rocomax Fuel Tank. Jawohl. Kann ich nachvollziehen. Vielleicht kriegen wir so ein bisschen Sonne drauf. Nope. Jetzt haben wir Sonne drauf. So. So kriegen wir auch Strom. Spricht irgendwas dagegen, zum nächsten Manöver zu warpen? Eigentlich ja nicht, oder? Wir haben gerade nichts Wildes in der Werde. Warp to next Manöver. Hui! Kurze, drastische Beschleunigung. Und unser etwas unförmiges Fluggerät macht sich jetzt auf den Weg, seinen Kurs nochmal zu korrigieren. Das wird ein relativ kurzer Burn. Dafür sollte der hoffentlich relativ exakt werden. Das verfolge ich gleich auf der Karte mit. Und dann ist die nächste Station auch schon einbremsen in den Orbit. Wir haben übrigens noch 76 Tage Zeit, Nahrungsmittel hinzubringen. Das heißt, es wird jetzt tatsächlich wichtig, dass der nächste Schwung Essenserzeugung mitbringt, damit wir uns ein bisschen Zeit kaufen können. Also ich würde da jetzt nicht große Güter hinfliegen, aber ich würde gerne... Haben wir einen Scientist mit dabei? Ja. Okay. Das sieht gut aus. Ich würde gerne auf jeden Fall gucken, dass wir Essen erzeugen können. Und Blubberhannes, vielen lieben Dank für dein Follow. Ganz viel Spaß beim Zugucken. So, jetzt kommt unsere Mid-Course-Correction. Wie gesagt, so ungefähr auf Höhe der Moon-Umlaufbahn. Ganz kleines Korrekturmanöver. Wir beobachten das hier einmal, dass es sauber reinkommt. So. Kostet uns nicht besonders viel. Und das ist es dann auch schon. So. Gut. Soviel zu dem Thema. Jetzt werden wir ein wenig warten müssen. Und zwar mit großer Wahrscheinlichkeit so ungefähr 10 Tage. Oh, das dauert ganz schön lange. Wollen wir die nächste Rakete, wie seht denn ihr das? Wollen wir, während das Ding unterwegs ist, die nächste Rakete schon mal bauen und losschicken, damit wir die Transferzeiten ideal nutzen? Dass hier einer nach dem anderen dann quasi aufschlägt und wir Fließbandlandungen machen können. Weil dann würde ich jetzt nämlich das nächste Ding konzipieren. Das ist ganz schön viel. 160, das passt. Zack, zack, zack. So. Ganz schön teurer Spaß. Sind doch relativ schnell unterwegs. Dann brauchen wir nochmal 42 für die Landung. Sind in meinem Kopf überschlagen 400. 676 haben wir. Okay, das sollte aber hinhauen. Also wir werden den Container mit großer Wahrscheinlichkeit nicht crashen. Außer meine Delta-V-Map ist komplett falsch. Das Ding ist unterwegs. Wir machen uns in die Alarmglock auf jeden Fall das Manöver rein. Zack, zack.
So. Und dann gehen wir mal, und jetzt würde ich sagen, machen wir tatsächlich einen etwas größeren Prototype für, also einen neuen Falcon Prototype, den wir etwas größer scalen. Wahrscheinlich. Werden wir da nicht wirklich drum rumkommen? Ich überlege gerade. Kommen wir da drum rum? Wahrscheinlich nicht. Gut, aber erstmal müssen wir das Stück Basis konzeptionieren, mit dem wir arbeiten wollen. Erstmal müssen wir das Stück Basis konzeptionieren. Ich hätte gern irgendwas jetzt, wie gesagt, zum Wohnen, an dem wir auch ein Aufenthaltsdingsbums anbauen. Es wird wahrscheinlich erstmal zum Hinfliegen wieder auf einen Probe Core hinauslaufen. Zack. Diesmal werde ich das aber etwas anders konzeptionieren. Ich möchte nämlich diesen Probe Core dann tatsächlich später loswerden können. Construction. Der kriegt also hier unten so einen kleinen Docking Port. So, und jetzt wäre meine Überlegung, irgendwas Bewohnbares. Also wir könnten natürlich so einen Hitchhiker Storage Container einfach nehmen. Der hat eh eine Seite, wenn ich das richtig sehe. Jetzt dreh dich doch mal bitte einfach so. Tür, Fenster, nix, Fenster. Aber nach unten die Tür ist auch scheiße. Das heißt, wir würden ein Fenster zuklatschen. Ach, das geht wieder nicht, ne? Das wäre jetzt auch zu einfach gewesen, das da einfach ranzustöpseln. Bum. Ich habe da aber eine Idee. Auch nicht. Auch nicht. Was ist denn euer Problem hier? Ja, er kann, oder was? Die blöde Cupola kann, aber die anderen nicht. Schade, so eine Live-Support-Cupola wäre echt super. Was kann ich um 90 Grad drehen? Viewing-Cupola. Die haben alle leider keinen Anschluss. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Gut, das hilft uns da auch nicht weiter. Mist, das habe ich mir schon wieder ein bisschen zu einfach vorgestellt. Kann man so tun und das dann daran packen? Nee. Ach so, befestigen und dann um 90 Grad drehen. Ah, jetzt habe ich es auch verstanden. Okay. Ja, tatsächlich könnte man das natürlich tun. Bin mir nicht sicher, ob das dann so richtig toll funktioniert, aber wir können es probieren. Schöne Idee an sich. Ja. Mal kurz einhaken. So, jetzt mal gucken, wie weit das runtergeht mit Verschieben. Schön an das Bullauge andocken hier. Einfach nur, weil es lustig aussieht. So, zack. Das müssen wir aber gleich testen, ob das abgeht. Ich hätte gewisse Befürchtungen, die ich da gerne äußern würde. Ja, sitzt jetzt aber relativ mittig drin. Sehr schön. So. Jetzt machen wir hier noch. Machen wir hier noch? Ne, machen wir hier nicht, glaube ich. Das machen wir, glaube ich, nicht. Rover-Bauteile. Warum kann ich jetzt da nichts mehr anbauen?
Ach so, weil der offiziell benutzt ist. Okay. Konzeptionell glaube ich nicht perfekt, was ich hier gerade tue. Bis wann geht der Livestream? Ja, ich denke mal bis so 18 Uhr ungefähr. Das machen wir ein bisschen anders. Don't save. Thank you. Nochmal von vorn. Kriegen wir das mit dem Rover-Part hin? Da kann ich wahrscheinlich auch nichts drunter attachen, ne? Nee. Shit. Das ist echt schade. Das ist tatsächlich schade. Aber vielleicht kann ich es zu einem Leading Part machen. Ja, kann ich. Sehr schön. Das ist doch cool. Crew Capacity 10. 10. What the fuck, wieso können da 10 Leute rein? Ist aber ganz schön eng da drin, oder? Irgendwer hat gerade. Sekunde. Kabema! Vielen lieben Dank für dein Follow. Viel Spaß beim Zugucken. Okay, das hat dafür Habitation. Ich hätte gern das mit der Habitation. Dann fangen wir doch mit dem als Root Part an. Dann ist das ja alles gar nicht so wild. Schwupp. So. Wir können doch einfach sagen, dass wir sowas hier benutzen. Statt irgendwelche eigenartigen Dinge. Wie wiegt das? 2 Tonnen. Fast ein bisschen viel des guten Cargo Bay, aber ich will die Tür haben. Eigentlich gar nicht so schlecht. So. Das wäre die Basis. Deploy. Deploy. Ich weiß gar nicht, ob das dann auch funktioniert. Deploy. Ja. Wieso baut man einen Rover? Ich baue ja keinen Rover. Ich baue ein Gebäude. Minmus-Basis soll etwas flacher ausgelegt sein nachher. So, dann haben wir hier schon mal Dings. Ah, da kann man auch Sachen reinpacken. Sehr schön. Das ist doch schon mal cool. Hier kann man tatsächlich Happa-Happa reinpacken. Aber. Und das auch noch. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber man kann es nicht umstellen. Also, wir können Machinery mitnehmen. Wir können Supplies mitnehmen. Wir können Mulch mitnehmen. Okay, das ist schon mal gut. Das Ding hätte jetzt also mit. 4 Kerbals drinne. 34 Tage. 34 Tage nur, das ist ganz schön wenig. Wundert mich etwas, aber es ist okay. So, wir haben auch ein bisschen Battery Lifetime. Und jetzt, warum ich das eigentlich ganz cool finde als Modul, ist, weil wir hier diese ganzen Undock-Punkte haben. Ich bin mir nicht sicher, das müssen wir jetzt gleich mal testen. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktionale Dinge sind. Hier, wir schicken da mal einen Scout rein. Save. Ja, Override. Ich bin mir nicht sicher, ob das. Won't be controllable. Ach so. Ja, wir müssen mal kurz irgendwas noch ranklatschen, was wie ein Probe Core aussieht. Zack. So. Ich bin mir nicht sicher, ob ich zu den Türen rein und raus komme. Warum baust du das nicht im All zusammen? Dann hast du nicht so einen Terz beim Starten, weil ich es gerne auch noch irgendwie landen können möchte. Ich baue die Sachen erst auf Minmus zusammen, weil ich nicht eine komplette Basis in einem Stück. Also ich mache eh jetzt Module. Und die würde ich gerne mit der Zeit standardisieren. Also meine Idee wäre, wenn das jetzt funktioniert, eigentlich zu sagen, dass man sagt, es gibt unser Standardbasis. Jetzt ist irgendwas ganz Komisches passiert. Unser Standardbasismodul für Minmus sieht so aus, dass wir eigentlich immer erstmal
damit arbeiten, also mit diesen beiden Außenständern, weil hier viele Verbindungsports dran sind. Hier kann man Kirby-Trail-Dinger ranbauen und so weiter. Wir hätten Ressourcen, die wir drin speichern können, und wir haben Inventories. Und hier zwischen baut man, was man eigentlich braucht, also zum Beispiel ein Wohnhaus oder sowas. Und könnte hier noch aufblasbare Dinge andocken. Jetzt will ich aber erstmal testen. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Kann man einen Crew-Transfer machen rüber in die anderen Dinger? Nee. Okay, das heißt, wir brauchen irgendwie eine Tür. Alles klar. Genau, also das ist gerade so ein bisschen eine Konzeptionierungsphase dafür, wie wir das auf der Minmus Space handhaben wollen. Und da versuche ich gerade ein bisschen rauszufinden, was geht und was halt nicht so gut geht. Weil ich möchte nicht ganz so viele kleine... Oh, da hat's KSP zerrissen. Da muss ich mal ganz kurz neu starten. HKK Quadrat. Und ihr kriegt so lange ein bisschen Musik und einen Übergangsscreen von mir aufs Gesicht. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Und da bin ich wieder. So, alles wieder gut. Ich hole das mal zurück. Jawohl, vielen lieben Dank. Weiter geht's im Konzeptionierungswahn. Okay, also ich brauche auf jeden Fall irgendwas mit einem Airlock. Das haben wir jetzt schon mal festgestellt. Zack, zack. Genau, also wie gesagt, das ist hier gerade so ein bisschen Prototypentesting eben für die Minmus Base. So, jetzt müssen wir mal gucken, wir haben ja diverse spannende Sachen. Also, generell ist es wahrscheinlich eh nicht falsch, ein Comlab zu haben, wahrscheinlich. Wo kann man das überall ranbauen? Ach, das kann man sogar an die Teile ranbauen. Das ist ja gar nicht so schlecht. So, Odyssey KSP, vielen lieben Dank für dein Follow und ganz viel Spaß beim Zugucken. Das ist natürlich cool, dass es hier auch einen modularen Anschluss gibt. So, damit hätten wir nämlich die Möglichkeit, hier schon mal zu sagen, so, oh, wir haben Funkkontakt und ich würde sogar noch so weit gehen zu sagen, Ranger Habitation Module, dass wir tatsächlich eins vorbereiten, um hier so, wenn ich das richtig sehe, geht das?
Yes. Um hier zu wohnen. Das wäre jetzt nämlich so die. Ach. Minecraft RP auf Odyssey KSP. Sehr schön. Okay, das wäre das. So, damit würden wir aber natürlich. Das wäre die eine Variante. Oder wir sagen jetzt erstmal, Habitation ist noch nicht ganz so wichtig. Wir nehmen das hier raus. Und nehmen hier tatsächlich zwei von denen. Ich glaube, das könnte nämlich passen, wenn wir die nebeneinander hinbauen. Und machen uns hier eine größere Laborwerkstatt auf. Dann können wir nämlich sagen, so, zack, Deploy. Dann gibt es hier einmal Happa Happa und zweimal Happa Happa. Dann ist das hier unser Wohnbereich mit angeschlossenen Dings. Und dann könnte man jetzt zum Beispiel solche Dinge noch machen, wie hier das hin. Irgendwo gab es bei der Stromerzeugung auch noch den kleinen Power-Reaktor. Ranger Battery Pack? Nee, ich suche das Scout Pack. Scout? Nee, wo ist es denn? Wo haben sie es versteckt? Ich weiß, dass es das irgendwo gibt. Irgendwo gibt es das. Ich weiß nur gerade nicht wo. Aber ich weiß, es ist irgendwo. Oh, was ist das denn? Crush-O-Matic Portable Extractor. Oh, das kann. Oh, guck mal, das kann. Can be set to convert ether gypsum or raw minerals into fertilizer. Gibt's nach dem Eve-Tod letztens Budgetkürzung oder warum heizst du dein Zimmer nicht, sondern ziehst einen Pullover an? Weil ich die Heizung nicht angemacht habe, tatsächlich. Wie cool ist das denn? Dann können wir hier. Können hier einfach. Wir können einfach Fertilizer herstellen. Das ist ja richtig geil. Jetzt muss ich trotzdem. Also, das ändert nichts daran, dass ich noch dieses komische andere. Nupsi-Ding finden muss. Da war es bei Strom. Habt ihr es gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Wo seht ihr das denn? Also, es ist ja so eins hier. Nur ich will das nicht, das Battery Pack. Ich will. Diese Plutonium-Reaktor, also Plutonium-Mini-Seitenanbauteil. Pluto. Und da war irgendwas. Für einen kurzen Moment war es da. Ne, das ist Sprengstoff, oder? Demolition Charge. Wo habe ich das denn gehabt? Ich bin verwirrt. Dass ich es nicht finde, oder ich habe es einfach noch nicht freigeschaltet, oder es gibt es hier nicht mehr. Thermal Control System. Hello, the Vault Raiders. And in case of you speaking English, thanks for the follow. But just to warn you in front, the stream is pretty much German. So, yep. Okay, das passt da nicht so gut ran. Ranger. Thermalkontrollsystem. Das ist doch. Ranger Scout 200. Wie habe ich es denn geschafft, da die ganze Zeit dran vorbeizuklicken? Scout 200 Powerpack. Geil. So ein bisschen Plutonium-Batterien. Tun ja immer gut, wenn man die direkt vors Fenster baut. Ja, immer auch direkt die Stromkabel nach drinnen. Das ist natürlich logisch, dass man die so anbaut. So. Jetzt hätten wir nämlich das Zeug hier. Prinzipiell erstmal. So. Das können wir aber retrakten.
Retraktant. Und so hätten wir halt, wenn wir das als Grundstock nehmen, eine relativ coole modulare Basis. Jetzt will ich nur noch einmal gucken, dieses Teil, was ich da gerade rangeschraubt habe, ob das Hitze erzeugt. Wo habe ich das denn hergenommen? Irgendwo. Science hier, ne? Mini-Drills. Chatator, vielen lieben Dank für dein Follow. Ich bin gerade am Zweifeln. Tausche es gegen die Antenne, sieht besser so rum aus. Der Crush-O-Matic. Crush. MKS. Dann halt so. MKS. Crush-O-Matic. Warum sind die nicht da? Das heißt doch MKS Crush-O-Matic Extraktor. Probieren wir es mal nach Extraktor. Extra. Auch nicht. Der Ausstieg ist quasi, genau, das hat den Grund, dass ich sonst, das müssen wir mal gucken, also man könnte prinzipiell natürlich sagen, man macht das auch hierhin, aber wenn ich die Dinger hier deployed habe, na gut, da könnte man mit dem Kurbel, guck mal her, oh, das sieht übrigens gar nicht schlecht aus, da könnte man tatsächlich mit dem Kurbel noch durchlaufen. Dann machen wir da den Ausstieg hin. Spricht ja nichts dagegen. Obwohl ich tendenziell eher sagen würde, dass der Ausstieg gesünder wäre, wenn er nach vorne geht. Aber das muss man mal gucken. So, und Abufa, vielen lieben Dank für dein Follow. So, dann können wir hier die machen. Und jetzt brauchen wir mal so eine Kirby Trail Flexo-Tube. Die möchte ich auch gern schon mal anbauen. Die würde ich nämlich hier so vorbereiten. Ehrlich gesagt. Damit man dann schon mal. Da kann man dann eine Verbindung aufbauen. So. Das wäre der Trick der ganzen Sache. Inventory, wie viel passt da rein? 5000 Liter. Kann man da Kirby Trails mitnehmen? Cool. Nehmen wir mal zwei mit. Sehr schön. Close. Nein! Do, do, do. So, kann man die schon mal einklappen? Schwupps. Einklappen. Was gibt es denn hier noch? Cultivate to Greenhouse. Greenhouse to Cultivate. Cultivate to Aquaponics. Was ist denn da der Unterschied? Da habe ich mich so intensiv noch gar nicht mit beschäftigt. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Ja, nach dem Extraktor muss ich noch gucken wegen der Hitze. Danke für die Erinnerung. Cultivate macht aus Dreck, Wasser, Blas, Supplies und Recyclables. Aquaponics macht aus Mulch, Fertilizer, Electric Charge, Machinery. Supplies und Recyclables. Okay. Jawohl. Alles wird gut. So. Ich muss immer noch diesen. Wo war der jetzt nochmal? Diesen Smelter wiederfinden. Okay, bei Manufacturing. Crush-O-Matic macht. Keine Hitze, so wie ich das sehen kann. Ne. Okay, das sieht gut aus. So, dann brauchen wir ein bisschen was, um Ressourcen zu fassen. Denn, das ist ja das Schöne an dem Modul jetzt hier, wir können hier sogar noch Kisten aufbauen. Du bist jetzt mal kurz weg. Zack. Cooler Kram, oder?
Genau, da kommen wir jetzt zu Machinery Parts und solche Geschichten. Denn wir haben ja hier die Möglichkeit, noch Crates aufzusetzen, um Zeug mitzunehmen. Wie geil ist das denn, oder? So, und dann machen wir einfach mal zwei Crates direkt mit Machinery. 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 So, dann haben wir das schon mal. Dann können wir noch mal sagen, wir hätten hier oben gerne noch einen Fertilizer-Tank, hätte ich gesagt. Kann ja mal das ganze Ding, die Flächen ja so einmal komplett die Luft rauslassen. Einen Fertilizer-Tank hätte ich gerne. Oh ja, das ist aber auch wichtig. Recyclables, dass wir die auf jeden Fall sammeln können. Ah, lass uns das doch erstmal so machen. So, zu Supplies können wir später noch kommen. Und dann nehmen wir hier noch mit Material Kits. Na, wo sind sie? Genau. Dass wir die auffangen können. Weil das hatten wir ja auf dem anderen Ding gelernt. Das ist relativ wichtig, wenn wir jetzt Sachen zerlegen, die gelandet sind und so weiter, dass wir irgendwas haben, um Material Kits aufzufangen. Das heißt, wir haben jetzt zweimal Machinery dann mit dabei. Das macht es jetzt natürlich ein bisschen schwerer, das Ding. Zack. Zweimal Machinery. Wir nehmen Recyclables, nehmen wir nicht mit. Und Material Kits nehmen wir auch nicht mit. So. Und jetzt kommt der nicht so schöne Teil. Wartet mal. Jetzt bauen wir wieder irgendwelche kleinen Hacks an. Und zwar will ich das Ding ja natürlich nachher wieder landen können. Auf Minmus. Und dafür müssen wir bei allem Übel. Kriegen wir das irgendwie schicker hin? Ich möchte eigentlich immer so ein Riesenteil bauen, ey. Ich probiere mal was, ob wir das hier flach reinbekommen. Vielleicht geht das ja. So, zack. Einziehen. Dankeschön. Wir nehmen einen Tank. Ich befürchte, dass der ein bisschen groß sein wird. Ja. Das heißt, wir nehmen einen etwas kleineren Tank. Und gucken mal, ob wir den hochskalieren können im Stück-für-Stück-Bereich. So. Ist mir ehrlich gesagt noch nicht flach genug. Ist der andere flacher? Auch nicht wirklich, ne? So wird's ja passen. So. Der hat jetzt bisschen Fuel, okay. Und wir könnten sagen, ich hätte gern viermal Sprit da dran. Gleich noch kleiner, keine Sorge. So passt das. Dann scalen wir die ein bisschen runter. Ja. Also gut, wartet mal, da gibt es ja. Ich habe gehört, da gibt es Tanks für. Ha! Nämlich Tanks in exakt dieser Größe. Nein! Da hat er sie mir weggenommen. So, mal gucken, ob ich das überhaupt so abgesetzt bekäme. Bevor ich da jetzt einen riesen Aufwand treibe. Schwupp. Vier Triebwerke. So, damit hätten wir auf Minmus eine Thrust-Weight-Ratio von 1,4 mit. Ich befürchte, dass das gerade nicht funktioniert. Oh doch, das ist schon 200. Ein bisschen Delta V ist tatsächlich ein bisschen wenig. Ein bisschen wenig, um damit irgendwo hausieren zu gehen. Okay, also das brauchen wir so nicht machen. Okay, dann anderes Konzept. Wir können natürlich die VTOL-Engines missbrauchen. Die haben auf jeden Fall ordentlich Druck dahinter.
Kann man da auch noch mal Sachen attachen? Das ist ja awesome-mäßig, das Ding. Freue mich gerade sehr, ob dieser Vielfältigkeit.